bin mir ein bisschen unsicher, ob es runde Ecken gibt. Dieses Buch hat jedenfalls runde Ecken. Lustigen deutschen Verlagen fallen ja oft lustige Neuigkeiten ein. Ich persönlich brauche keine runde Ecken. Ich fand die eckigen bisher ausreichend. Auch das Umschlagbild von Sarah Grants, Die Stadt der Toten, finde ich, naja, 4, vielleicht 4 minus, vielleicht auch 4 plus. Das alles ist aber relativ bedeutungslos, weil Die Stadt der Toten ist der Hammer. Das ist ganz moderat ausgedrückt, das ist geradezu diplomatisch formuliert. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, der Drömer-Knauer Verlag in München hat noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was er da für ein Juwel, eine Perle, ein Perlendiamant, wie immer man das formulieren will, hervorgebracht hat. Das ist schlicht und einfach so einfach, so gut ein Meisterwerk. Die Stadt der Toten soll, so der deutsche Verlag, der Auftakt einer Serie sein. Wenn dem so ist, dann ist es für mich der qualitativ beste, verrückteste, intelligenteste Auftakt einer Serie der letzten 20, 30 Jahre. Vergleichbar mit den großen US-Autoren Sarah Paretsky, Marsha Muller. Von der Verrücktheit, von dem Fantastischen, in Teilen Surrealen, sicherlich auch Jerome Chauvin. Einfach groß, große, große Literatur. Hauptfigur von Sarah Grants Roman ist ganz klar Claire DeWitt, eine Detektivin in New Orleans. Dort spielt der Roman im Jahr 2005. Das ist die Zeit ganz kurz nach dem verheerenden Hurricane Katrina. Der Auftrag, den Claire DeWitt bekommt, ist relativ gewöhnlich. Sie soll einen vermissten Staatsanwalt suchen, ausfindig machen. In dieser Zeit sind ganz viele Menschen verschwunden, manche sind ertrunken, verstorben, manche sind in einen anderen Bundesstaat geflohen. Großes Chaos, und genau in dieser Phase sucht sie halt den verschwundenen Staatsanwalt. Was daraus dann aber wird, ist eine unglaublich komplexe, warmherzige, surreal verrückte Geschichte mit einer vollkommen schrägen Hauptfigur. Diese Claire DeWitt beinhaltet ganz viel. Unglaublich humorvoll, verrückt, fantasiebeladen, eine große Freude, ein Füllhorn an schrägen, tollen, liebenswerten Sachen, ein Highlight. Ich habe selten einen qualitativ so hochwertigen Roman gelesen, wo gleichzeitig eine so starke Hauptfigur war. Diese Claire DeWitt ist etwas Besonderes. Sie fühlt, sie hat merkwürdige Utensilien bei sich, ein ganz ominöses Handbuch für Detektive. Sie hat eine ganz alte Mentorin, mit der sie quasi kommuniziert. Sie verlässt sich auf merkwürdige Steine und Kugeln, die sie bei sich trägt. Sie erkennt Menschen anhand ihrer Bücher, beziehungsweise die Bücher, die diese Leute nicht lesen. Das ist, klingt alles gaga, ist es vielleicht auch, aber es ist einfach was ganz, ganz Großes, was Sarah Gwen hier geschaffen hat. Und trotz runder Ecken lesen. Alles absagen, Handy wegwerfen, paar Lebensmittel holen, lesen.